Take one. See how this is going to be. All right. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Punktspiel 1. FC Lokomotive Leipzig gegen die U23 FC Rot-Weiß-Aachen. Ich begrüße ganz herzlich beide Trainer, Carsten Henkel, Rot-Weiß-Aachen und Heiko Scholz. Wie immer hat zuerst der beste Trainer das Wort. Ich muss erstmal meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen heute. Ich denke, dass wir erste Halbzeit gar nicht stattgefunden haben. Und in der zweiten Halbzeit, die ersten 20 Minuten, wirklich auch ein bisschen Glück hatten, dass wir dort nicht das 2-0 kriegen. Und haben uns dann, ich denke, für unsere läuferische Arbeit dann einfach hinten raus glücklich, denke ich, mit dem 1-1. Dann irgendwie auch belohnt und ich bin einfach froh, weil wir hatten einen echt schlechten Saisonstart in den ersten 6 Spielen, dass wir jetzt das 9. Spiel in Folge ungeschlagen sind. Und ja, ansonsten war das halt nicht unser bester Tag. Publikum, denke ich, auch meine jungen Spieler ein bisschen gehemmt. Wir hatten einen Altersdurchschnitt von 19,8 Jahren heute. Und bin dann einfach froh, dass wir trotzdem, muss man schon sagen, dann hinten raus durch den Standort einfach glückliche 1-1 gespielt haben. Ich wünsche allen schöne Weihnachtszeit, schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke. Danke, und jetzt unser Trainer Heiko Scholz. Tagchen. Wir sind natürlich enttäuscht. Ich glaube, wir haben ein gutes Heimspiel gemacht. Wir müssen das zweite Tor machen und das dritte. Torwart hat gut gehalten, das nötige Glück haben wir wieder mal nicht gehabt. Und dieses Ergebnis ist, glaube ich, symptomatisch für die ganze Hinserie. Aber heute bin ich jetzt nie so traurig, weil den Jungs kann ich heute nichts nachsagen. Wir haben alles gegeben, wir haben gekämpft, wir haben gut Fußball gespielt. Nur zum Fußball werden Tore und das haben wir heute versäumt. Es tut uns sehr leid. Wir wollten heute unbedingt noch einen Dreier euch schenken und ich habe mich kurz anschließen, dass ich euch ein frohes Fest wünsche. Guten Rutsch, bleibt gesund und bleibt der Lautsche treu. Danke. Danke an beide Trainer. Gibt es von seitens der Presse noch Nachfragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich bei allen, wünsche unseren Gästen eine gute Heimfahrt, Ihnen besinnliche und frohe Weihnachtszeit und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr auch wieder zahlreich hier sehen. Dankeschön. Lokruf Radio. Wir übertragen alle Pflichtspiele des 1. FC Lok Leipzig live.